dann machen wir jetzt die Runde 2. Dabei geht es um Begriffe umschreiben, wichtige Schlüsselwörter nicht nennen. Ich komme mal in die Mitte, dann können wir es nämlich abwechselnd machen. Achso, wen machen wir? Wer macht denn Piep? Ach egal, wir improvisieren jetzt einfach so. Erster Begriff. Also, mit diesem Objekt kommen viele von euch zu meinen Auftritten. Aber um in dieses Objekt hineinzukommen, müsst ihr an einen bestimmten Ort, an dem euch das Gerät oder Objekt abholt. Flugzeug. Fast. Und wie heißt der Ort, an dem dieses... Ja gut. Begriff Nummer 2. Also, ich wache auf. Die, manche tun's morgens. Piep, piep, piep. Du darfst weitermachen, weil es ist wohl noch nicht deutlich geworden, was es sein. Ach so, ich habe ein Wort. Okay. Manche machen's, manche nicht. Man fühlt sich danach fitter. Nicht ganz. Ja, dann lass mal gelten. Nummer 3. Also, der kommt, diese Person kommt alle paar Monate zu einem ins Haus. Ja? Das ging aber schnell. Das ging aber schnell. Nummer 4. 4. Also, ich mache das, wenn ich Gäste bekomme. Nein, ich mache was. Also, ich bekomme Besuch. Habe Kuchen da. Aber davor mache ich noch was anderes, was ich dazu stelle. Ja, und was muss ich machen, um das erst hinzustellen? Oh Gott, die meisten Menschen haben das, wenn sie in die Pubertät kommen. Nein, es ist nichts Perverses. Und erleben das zum allerersten Mal. Piep, 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 piep. Oh Mann! Zum ersten Mal verliebt sein. Nummer 6. Das ist. Es ist unangenehm. Also, es ist unangenehm, nervig. Man muss öfters dorthin laufen. Bip, 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 bingo. Ja. Nummer 7. Im Regelfall macht man das morgens und abends. Manche Menschen machen es gar nicht. Ganz einfach gewesen. Ja. Nummer 8. Haben wir gerade gemacht? Ja, haben wir gerade gemacht. Der war ganz billig. Entschuldigung, ich bin einfach... Ganz billig. Nummer 9. Oh Gott. Ist eine Serie, die in Amerika riesengroß war. Es wurde vor kurzem abgedreht. Nein, abgedreht. Abgedreht, nein, es ist nicht... Also ich habe die Serie, wollte ich vor kurzem anfangen. Ich habe es noch nicht angefangen. Handelt von Drogen, unter anderem. Und von... Du gehörst nicht zum Publikum. Und ich will das ja bald machen, dass ich diese Serie kenne. Sprich, ich will das dann. Und wie heißt die Serie?
Und ich würde sagen, den letzten ausnahmsweise auch Daniel, weil, aber der, oh, ja, ja, der im Moment nicht beschreiben, sondern den nochmal pantomimisch, weil der so schön ist. Achtung, nochmal Pantomime hier. Ist noch nicht zu Ende, ne? Ist ja noch nicht zu Ende. Kann man als Tipp Las Vegas sagen? Oder war das nicht Las Vegas? Kommt aus Texas. Ach, hier, die Britney Spears?